Kormoran! Scheiße! Ja, zum Pech kommt auch noch Unglück dazu. Vielleicht taucht er gleich nochmal auf, Kormoran. Ja, Kormoran, Thema. Habe ich gestern im Internet gelesen. Die haben mal untersucht jetzt hier an der Ostsee, wie viel Fisch so ein Kormoran am Tag verspeist und welche Fischarten. Also da sind Dorsche drin, da sind Heringen drin, da sind auch Meerforellen drin. Und die Größe, das konnten sie an den Ohrknöchelchen und Knochen und das alles rausfinden, die Größe war bei Meerforelle 35 bis 45. 35 bis 45, das sind also die schon die etwas kleineren, maßigen Fische. Dann natürlich Dorsch, alle Arten und so weiter. Und Menge Kormoran am Tag, man vermutete 100 bis 200, geht aber bis 500 Gramm. Jetzt rechnet mal, neulich habe ich 120 ungefähr Kormoran im Kanal gesehen. Das sind ja schon, kann ich gar nicht so schnell rechnen, 100 mal 500 Gramm. Das sind ja schon zig Kilo am Tag, die nur dieser eine Schwarm verfuttert. Und wir Angler, wir halten uns an Backlimit und fischen nicht viel und fangen wir auch nichts. Das wird diskutiert, auch unter den Wissenschaftlern. Guckt mal da hinten. Vielleicht seht ihr das. Das ist ein Kormoranschwarm. Der fliegt hier seit einer Minute aus dem Kanal raus, nach links. Der ist gefühlt 1000 Meter lang und das sind ohne Ende Vögel, nimmt gar kein Ende. Also jetzt kommen von rechts die letzten. Also das sind keine 120, das sind 500 mindestens. So, wenn wir jetzt rechnen, 500 mal 500 Gramm, das sind 2500 Kilo, glaube ich. Die fressen am Tag. Irre. Das nur mal am Rande. Ja, wir sind vielleicht die Leidtragenden dieses Jahr. Kann ja sein, dass dieser Schwarm Kormorane immer dann, wenn ich nicht da bin, hier durchzieht und alles weghaut und die Forellen das mitgekriegt haben und dann sich woanders hin verzogen haben oder einfach aufgefressen sind. Kann sein. So. Der ist jetzt aber weg. Hoffentlich. Und versuche ich nochmal mein Glück hier.